Grüß euch, wieder bei Far Cry 4, Schnellreise daher gemacht und da geht schon wieder mal, da ist schon wieder eine Schisserei am Werk. Ich komme nicht raus aus der Hütte, weil ich den Ausgang nicht finde. Vielleicht rennt wieder ein Tiger um und um. Was ist da los bei euch, Freunde? Da ist ein Tiger, aber der ist eingesperrt. Was geht denn da ab? Wer schießt denn da? Die sind tot? Sag mal, bin ich blöd? Da oben. Jetzt habe ich gesehen. Da oben sind's. Hilf den Rebellen im Kampf. Machen wir doch glatt. Wenn ich darauf komme. Super. Hab zwar jetzt ich nichts dazu beigetragen. Aber ist wurscht. Ich greife man halt einmal ab. Und dann habe ich gesagt, gehe ich zu diesem Hulk. Das schaue ich mir jetzt an. Euch brauche ich doch auch noch Freunde. Es ist. Komm, bleib stehen. Ach Gott. Passt. Was kriege ich denn da jetzt drunter? Da kann ich jetzt auch wieder was herstellen. Genau. Was ist es diesmal? Ein Munitionsbeutel. Na, das ist geil. Nehmen wir doch. Was brauche ich dann? Oh, ist schon wieder Nebelpader. Da brauche ich doch... Achso, Schneeleoparden sind das und das sind die Nebelpader. Da brauche ich auch Nebelpader. Ein Köcher wäre auch einmal nicht schlecht zu haben. Eieieiei. Nebelpader. Gut. So, wo ist jetzt dieses Haar? Da drüben. Da bin ich natürlich denkbarst am falschen Fleck. Kann man dich eigentlich auch abschießen? Ich habe... Achso, das war das Falsche. Ich meine, mit dem Ding tue ich mal leichter mit dem. Habe ich ihn? Schaut gut aus, oder? Der ist abgestürzt. Yippie. So, das liegt da unten. Shit. Na, komme ich da jetzt raus auch? Eieiei. Da komme ich nirgends raus. Ich glaube, ich werde deppert. Oh ja, da geht's raus. Alter, was ist denn da jetzt noch immer los, Freunde? Da wird nur geschossen in einer Tour. Achso, der depperte Adler ist noch immer da. Hab doch den schon erwischt zuerst, oder? Der nur in Sturzflug gegangen. Egal. So, wo ist denn dieses Haar jetzt? Da ist der nächste Adler, oder? Habe ich das richtig gesehen? Na Gott, komm her da. Ah, wurscht. Wurst. Ah, blaues Blatt. Von denen habe ich jetzt erst zu wenig gehabt. So, da ist das Haar. Was passiert da jetzt? Habt ihr's verpasst? Alter, nein! Habt ihr etwa die Echsen verpasst? Kennen wir uns? Mann, ich bin die Kavalleriemann. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Ich bin Herc. Ich hab von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich, weil du und ich zusammen... Da wird sich der Goldene Pfad echt umgucken, aber sowas von! Wir sind der Goldene Pfad! Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter! Ich spreche deine Sprache nicht! Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken.
Weil der goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was ich über den goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn. Okay, neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, Goldener Pfad? Die Jungs vom Goldenen Pfad, genau. Du und ich, Mann, die neuen und besseren Ted Bros. Aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Boom! Ich war Pommes, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann, mein Goldener Pfad, Homie! Wahoo! Alter Schwede, wo haben sie denn da wieder dir laufen lassen? Ist ja ein Wahnsinn. Ist ja ein Wahnsinn, lauter Verrückte. Das war's, das war ja nicht einmal eine Mission. Halte am Schützenhilferat, wähle Freunde und. Somit funktioniert das. Okay. Ja, aber bis jetzt komme ich auch ohne Hilfe ganz gut zurecht. Du erhältst Schützenhilfe von Rebellen des Goldenen Pfades, die für dich kämpfen. Du erhältst Marken, indem du Kammerereignisse abschließt, diese komischen Masken von Yalun entfernst oder zerstörst oder sie an den Handelsposten erwirbst. Um Marken einzusetzen, gibst du deinen Rebellen Befehl zum Warten oder Folgen. Weitere Details findest du im Taktikmenü. Ah, Taktikmenü gibt es da auch, aber bis jetzt habe ich das eigentlich nicht braucht. Ich bin lieber so der einsame Wolf. Das glaube ich, habt ihr eh schon mitgekriegt. So einen auf einsamen Wolf mache ich. Und was mich jetzt auf alle Fälle interessieren würde, ist, denn da gibt es eine Longinus-Mission. Aber bevor ich die Longinus... Ich habe es ja am Anfang angekündigt. Und zwar gibt es da eine Festung. Spiele im Grove auf Unverschossen oder schwäche die Festung, indem mehr Kampagnen beendest. Du erhältst große Mengen XP. Das wäre doch wirklich mal was Interessantes, diese Festung zu machen. Aber in der Folge werde ich das noch nicht machen. Ich werde mich jetzt einfach mal irgendwo... Was ist das? Ein Außenposten. Ja klar, nehmen wir einen Außenposten. Da gibt's auch noch eine... Oder eine Attentatsmission. Eine Attentatsmission. Hin mit der Schnellreise, Attentatsmission machen und dann vielleicht noch den Außenposten. Schauen wir, wie sich's jetzt ausgeht. So wie es kommt, so kommt. Okay, da kann ich mich gleich einmal ein bisschen ausrüsten. Weiß nicht, habe ich überhaupt was gesammelt? Ja, ist ja wieder was da. Und Munition nachfüllen. So. Nein, falsche Türe. Das ist die richtige Türe. Und da schießen sie schon wieder. Wurscht, wo man hinkommt. Es wird geschossen. Hier wäre er angreifbar. Aber wir müssen schnell handeln. Ja, dann machen wir, Mädel, komm. Oh, shit. Jetzt habe ich es mal wieder nicht durchgelesen. Aber man darf dich nicht sehen. Bleib in Deckung und versteck seine Leiche, wenn ja, es das, geht. Okay, das kenne ich ja schon. Und bitte bring mir seine Hundemarken. Ja, das okay. Das darf das einzige Zeichen sein, dass du da warst. Kein Problem. Gut. Corporal Nard ist auf einer kleinen Insel. Ich markiere sie dir auf deiner Karte. Ich weiß nicht, ob man bei diesen Missionen die anderen überhaupt erledigen darf oder nicht. Ehrlich, mir ist das wurscht. Ich hol mir die Hundemarken und weg bin ich und versteck den Typen. Und wie viel dabei draufgehen, ist mir eigentlich wurscht. So, diesen scheiß Wegpunkt einmal entfernen, weil sonst... Na komm, mach den Wegpunkt weg. Ja, weil das irritiert mich nur. Dann glaube ich, habe ich da ja mal so alle Missionen da mal abgeräumt. Okay, da drüben ist die Insel, von der sie gesprochen haben. Kann man da schon was erkennen? Das ist nur ein Elefant. Ich weiß nicht, gibt es da so dämliche Fische im Wasser oder kann ich da schwimmen? Ja, ist wurscht. Gehen wir mal rüber auf die Insel. Ja, das geht. Ja! Mal mit dem Boot rüber duckern. Das macht sicherlich Wirbel.
Ich hoffe, dass da jetzt kein Tigerfisch oder sowas im Wasser ist. Also das ist einmal nicht der Kommandant, der da sitzt. Ich brauche halt ein bisschen einen besseren Overwatch-Posten da. Da kommt man jetzt nicht... Oh, ich hab's gewusst. Wow, da habe ich ja Glück auch noch gehabt, dass ich da nicht drauf gegangen bin. Da war so ein scheiß Tigerfisch, da komme ich nicht weiter. Weiß nicht, ob das gut ist, was ich da mache. Da sind irgendwo Bienen. Shit, der schaut genau in meine Richtung. Das ist er auch nicht. Was ist das bloß? Shit. Aber die anderen haben es irgendwie nicht gecheckt, oder? Entdeckt haben sie mich noch nicht. Scheiße! Er ist tot! Was machen wir jetzt? Oh, das ist der, den ich töten muss. Wenn ihr ihn seht! Ach Gott, ich hab daneben geschossen. Okay. Das ist jetzt einmal in die Hose gegangen. Ja, wenn man es zu schnell machen will, glaube ich, man muss sich schon ein bisschen, muss man sich umschauen. Ah, ja, naja. So, wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt auf der Insel? Nein, bin ich nicht. Ich mache mal Folgendes. Ja, mal das doch langsamer anschauen. So. Da mal rüberfahren. Okay. Und schauen, ob ich von da mal rüberspernzeln kann auf die Insel. So wie ich es mir eigentlich dann gedacht habe. Na ja, genau, komm, jetzt geh da rauf. Ja, damit habe ich die Zielperson auch schon. Ich glaube nicht, dass ich da rüber snipern kann, oder? Geht das? Ich habe keine Ahnung. Nein. Na komm, mach weg. Naja, ginge schon. Aber nein, machen wir nicht so. So, ich muss jetzt da rüber auf die Insel. Unbemerkt das Ganze. Irgendwo landen können. Oh. Ah, ist das ein weißes Blatt? Schleichen wir uns da ein bisschen an den Typen ran. Und er sauft. Keine Gnade. So, den habe ich getötet. Jetzt darf ich nur nicht entdeckt werden.
So, der schaut genau daher, der Typ. Da kommt er jetzt. Nicht entdecken, bitte nicht entdecken. Komm, dreh dich wieder weg da. Ja, Gott, jetzt wird er daher schauen. Ich weiß, dass du noch da bist. Könnte mehr als ein Einzelner sein. Wie viel sind denn das jetzt noch? Halte die Augen offen. Schauen, dass ich da nicht einen unmarkierten. Nichts. Wo ist denn der? Die Rebellen, die verarschen uns. Da ist er. Gesehen. Oh. Da schnarcht irgendwo einer. Der da ist am Schnarchen. Okay. Ich hoffe, dass da nicht noch einer worum steht. Suchen. Da sind die Hundemarken. Ah, ich gehe lieber da wieder raus. Da ist eh auch ein Zielpunkt. Sehr gut. Schmeißt er den da jetzt ins Wasser? Das wäre cool, ha? Ja, da unten. Tschüss. Jetzt muss ich da noch unbemerkt entkommen. Der Zanger ist erledigt. Jawohl, yippie. So, was gibt's da Interessantes auf der Insel? Was war das? Bin ich so einen depperten Fisch jetzt über den Haufen gefahren? Egal. So, mal kurz anschauen die Insel, ob es da noch irgendwas Interessantes drauf gibt. Jetzt, nachdem wir alle erledigt haben, die Kugeln ja noch immer rum. Kann ich den Rest auch noch durchsuchen? Außerdem gibt es da noch jede Menge Kisten. Da ist mal eine. Gebetsfahne. Eine Gebetsfahne. Na, Papa, sind wir schon vorbei. Da muss sie drinnen sein, die Kiste. Oder hinten rumstehen. Stehst du da hinten? Ja, da steht sie. Komm her, doofer Fisch. Komm wieder an die Oberfläche. Komm, 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 heute den doch. Jawohl, ich glaube, das hat mir auch noch gefehlt. Das kann ich jetzt auch noch herstellen. Jawohl. Beutetasche, yeah. Was brauche ich da? Zutaten, Fell des Geisterbären, Köcher da. Oh, die Nebelpaderfelle brauche ich noch ein bisschen. Egal. Ich werde jetzt auf alle Fälle hier die Episode beenden. Es gibt da noch Außenposten. Wie gesagt, ich habe es euch gesagt, ich möchte mir die Festung ganz gern anschauen.
Und aber jetzt beende ich erstmal die Aufnahmerunde hier, weil jetzt zocke ich dann schon wieder zu lang am Stück und das ist auch nicht gut. Es macht mir auf alle Fälle noch immer irrsinnig Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei mir zuschauen, aber ob ihr das leiwand findet, dass ich so viele Nebenmissionen mache und nicht einfach nur eine Hauptmission nach der anderen. Aber ich denke, das ist bei dem Spiel auch wichtig, weil man sich da wirklich auch verbessern kann und teilweise auch muss, dass man sich dann später leichter tut. Ich mache auf alle Fälle so weiter und hoffe nach wie vor, dass es euch noch gefällt. Es wird jetzt ein bisschen spannender mit Außenposten wieder und so und Festung, aber erst in den nächsten Folgen wird es das geben. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch!